Hallo Menschen, heute möchte ich das gläserne Meer von Josh Weil rezensieren. Ich sage jetzt Josh Weil, denn man sagt ja auch Andy Weir. Ich hoffe, das ist richtig. Es ist ein Buch, was ich heute leider nicht mehr da habe, da ich das wieder auf Arbeit abgeben musste. Was ich euch aber nochmal einblende, weil es auch von außen wirklich, wirklich schön gemacht ist und auch die Kapitelillustrationen sind sehr, sehr schön. Ich muss zugeben, dass ich das erste Mal zu diesem Buch griff, einfach wegen des schönen Covers. Inhaltlich geht es im Kern um die sehr nahe, intensive Beziehung zweier Brüder in Russland zu einer unbestimmten Zeit. Ich würde sagen, es könnte ungefähr aktuell spielen, denn wir haben so die ganzen Ereignisse aus der Vergangenheit, Glasnost, Perestroika und dergleichen, aber auch eine technologische Erneuerung, auf die ich später nochmal zurückkomme. Der Vater der beiden stirbt recht zeitig, als sie noch Kinder sind, woraufhin die Mutter in ein Sanatorium eingeliefert wird. Also sie kommt damit wirklich nicht zurecht. Sie weiß mit sich selbst nichts mehr anzufangen, kann auch ihre Kinder nicht mehr erziehen. Und die beiden landen deswegen ein Jahr lang bei ihrem Onkel. Der ist derjenige, der sie zuerst so mit dieser russischen Märchenwelt in Verbindung bringt, die auch auf dem Klappentext so hervorgehoben wird. Also er erzählt sowohl Dinge, die wirklich in der Folklore vorhanden sind, als auch welche, die er sich einfach selbst ausdenkt, irgendwelche Märchen. Und die beiden erinnern sich in dieser Zeit vor allem daran, dass sie jetzt wirklich ständig zusammen sind. Also der Onkel ist sehr arm, sie haben wenig zu essen, aber die beiden wachsen in der Zeit halt wirklich eng zusammen, besuchen dann zum Beispiel auch immer so Hand in Hand ihre Mutter im Sanatorium und dergleichen prägt sie halt in dieser Zeit stark. Als die beiden dann erwachsen sind, investiert ein Milliardär in diese Region und baut ein riesiges, ständig auch größer werdendes, eben gläsernes Gewächshaus, also wirklich unglaublich groß. Und das Ganze wird dann aber noch begleitet von den sogenannten Serkala, die er in den Orbit schießt. Das sind riesige Spiegel, die nachts dann eben das Sonnenlicht reflektieren, damit permanent eben Sonne auf dieses Gewächshaus strahlt und die Dinge dort florieren. Das hat natürlich unglaubliche Folgen auf die vorher schon vorhandene Flora und Fauna. Also die Tiere spielen total verrückt, die wissen gar nicht, was Sache ist, kommen nicht mehr zur Ruhe. Winterschlaf und dergleichen geht ja auch nicht mehr. Die Tiere wissen nicht, wann sie ihr Fell abwerfen sollen und so weiter und so fort. Und auch die Pflanzen schießen zwar zunächst in die Höhe, wachsen dann aber später nicht mehr weiter, haben keine Erholungsphasen und dergleichen, sodass dann eben eigentlich nur noch die Dinge, die in diesem Gewächshaus gezüchtet sind, wachsen können. Auch der Großteil der Menschen arbeitet dort entweder als ja, eine Art Bauer dort drin oder sie vergrößern eben das Gewächshaus immer weiter, bis es eben ein sogenanntes gläsernes Meer ist. Das hat natürlich auch Folgen, dass die kleinen Bauern zunehmend untergehen. Es gibt nur noch dieses eine Geschäft quasi, alles was sie verkaufen, was sie anpflanzen. Auch unsere beiden Brüder arbeiten dort. Und jetzt kommen wir überhaupt erstmal so zum Anfang des Buches. Die Beziehung zwischen beiden verändert sich zunehmend. Also so wie eigentlich auch so die alte Welt, die kleinen Bauern untergehen, kriselt es auch bei ihnen, obwohl sie gleichzeitig halt auch trotzdem noch so nah sind und einfach auch so viel erlebt haben, dass da halt noch eine nahe, intensive Beziehung ist, aber es verändert sich eben zunehmend. Was Josh Weil wirklich gut kann, ist Atmosphäre aufbauen. Es gibt eigentlich keine Szene in diesem Buch, bei der man irgendwie sagt, hier habe ich nichts gefühlt, hier war alles nur so meh, sondern es ist alles wirklich sehr, sehr stimmungsvoll. Dementsprechend ist auch die Sprache sehr aufgeladen und auch ausladend, was man an der Länge des Buches schon erkennen kann. Was ich aber auch sagen muss, der Autor schafft so diese Kurve am Kitsch vorbei nicht immer. Also gerade diese innige Bruderbeziehung ist manchmal einfach zu perfekt und zu idealistisch. Die zwei sind, also die sind wirklich so wortwörtlich ein Herz und eine Seele, die atmen gleich, ihre Herzen schlagen gleich. Und wenn ihr vielleicht zu eurem Bruder und eurer Schwester eine super gute Beziehung habt, dann ist die hier nochmal 10-mal besser. Es ist einfach etwas zu übertrieben, es ist alles so intensiv und sie beenden gegenseitig ihre Sätze. Wie gesagt, ich habe ja schon angedeutet, dass sich die ganze Beziehung verändert, aber Dima, einer der Brüder, Dimitri eigentlich länger gesprochen, für den ist zum Beispiel die Beziehung zu seinem Bruder alles. Das ist alles, was sein Leben ausmacht. Er hat keine anderen Ziele, sondern er möchte einfach nur mit seinem Bruder zusammen sein und das ist alles, was ihm wichtig ist. Solche Art ist halt die Beziehung, war mir manchmal etwas zu viel einfach. Was ich zunächst ganz nett fand, ist, dass das Ganze nicht chronologisch erzählt wird. Da bin ich grundsätzlich Fan von. Hier muss ich aber sagen, dass es mir etwas zu wiederholend und
nicht wirr im Sinne von, dass ich es nicht verstanden habe, aber zu ungleichmäßig fand. Soll heißen, auf Seite 75 ist es mir das erste Mal aufgefallen, dass ich jetzt schon viermal neu davon gelesen habe, dass sie nun mal in ihrer Kindheit ein Jahr bei ihrem Onkel aufgewachsen sind. Immer wieder wird das neu erzählt. Und das war auf Seite 75 auch definitiv nicht das letzte Mal, dass das vorkommt. Was mich dann auch noch stört, wenn man das dann so vielleicht beim achten Mal liest, dann kommt nochmal so eine neue Info, die er uns halt die sieben Mal vorher enthalten hat. Und man fragt sich dann schon so ein bisschen, du hast mir das jetzt schon sieben Mal erzählt, hättest du das nicht vielleicht eher schon mal einbringen können? Warum kommt jetzt das Ganze nochmal mit einer neuen Info? Das war nicht so ganz meine liebste Erzählweise. Die nächste Sache habe ich auch schon mal in meiner Rezension zu Der Fuchs und Dr. Shimamura angesprochen, denn das ist ja nun mal ein Autor, der über die Folklore einer anderen Kultur schreibt. Also man merkt schon, dass er so ein bisschen die russische Seele einfangen möchte und ihm das teilweise auch gelingt. Und dann gibt es aber auch ein paar Aspekte, die mich wirklich stören. Das Größte davon ist, dass in diesem Text, also auch wenn die Protagonisten reden, manchmal einzelne Wörter auf Russisch belassen werden. Und das ist ja eigentlich total unlogisch, ne? Also die reden ja komplett in Russisch und wir lesen es halt in der deutschen Übersetzung, im Original auf Englisch geschrieben und da dann einzelne Wörter russisch zu lassen, kam mir halt so total herausgepickt vor, so als würde man sonst nicht glauben, dass es auch wirklich in Russland spielt, wenn da nicht einzelne russische Begriffe noch drin sind. Denn, um mal ganz ehrlich zu sein, würde man das auf Russisch geschriebene Buch eines russischen Autors übersetzen, würde man ja auch nicht willkürlich so ein, zwei Wörter da drin belassen, damit es auch wirklich noch etwas fremd wirkt, sondern Josh Weil hat das ja geschrieben und bewusst in seinem englischen Text so einzelne russische Wörter gelassen. Das, ja, das gefiel mir nicht. Das hat immer sowas von, ja, ich muss jetzt hier zeigen, dass das auch wirklich in Russland spielt und ja, war nicht so meins. Ich war sowieso anfangs etwas unsicher, was ich nun von dem ganzen Buch halten soll, muss aber zugeben, dass das Buch immer besser wird, je stärker der Konflikt wird. Also und auch nicht nur zwischen den beiden Brüdern, sondern auch eigentlich allgemein in der Gegend, welche Auswirkungen halt dieses Gewächshaus hat und aber auch die Entwicklung mit der Mutter zum Beispiel. Ich habe ja schon gesagt, dass sie nach dem Tod des Vaters nicht mehr wirklich mit der Welt zurechtkommt. Sie verlässt zwar später das Sanatorium, aber dass sie, sag ich mal, ein normales Leben führt, wird nie wieder so und das wird dann eigentlich sogar alles wieder schlimmer aufs Ende hin und das hat das Buch sehr interessant, sehr gut gemacht an diesen Stellen. Was ich ja schon angedeutet habe, der Autor hört sich vermutlich schon sehr gerne reden, also meiner Meinung nach hätten ein paar Kürzungen dem Ganzen schon gut getan. Wie gesagt, es ist sehr stimmungsvoll, aber manchmal gab es schon Momente, wo ich mir dachte, okay, die Stimmung wäre auch aufrechterhalten geblieben, wenn man vielleicht statt 10 jetzt hier an der Stelle 5 Seiten macht oder so. Also das Ganze ist ein rechter Wälzer und manchmal hätte es gekürzt werden können. Aber es sind einfach so schöne Formulierungen dabei, dass ich ihm das teilweise schon wieder verziehen habe und durch diese ruhige, aber trotzdem mitreißende Art haben wir auch ein schönes Setting und vor allem mit den zwei Brüdern eigentlich sehr interessante, gute Charaktere. Das Schöne ist auch, dass man keinem von beiden irgendwie mehr Recht geben kann als den anderen. Man findet beide nachvollziehbar. Also anfangs ist vielleicht Dima, den ich ja schon mal erwähnt habe, etwas sympathischer, weil er halt seinen Bruder wirklich liebt. Aber man muss auch sagen, dass Jarek, der andere, verständlich handelt. Und mit zunehmender Zeit merkt man halt, dass Dima eigentlich auch so in Utopien gefangen ist, die keinen wirklich voranbringen, dass er einfach nur vor sich hin träumt und das Ganze hat dann auch oft Folgen, die er einfach gar nicht bedenkt. Also er lebt so vor sich hin und wie gesagt, er möchte mit seinem Bruder zusammen sein und merkt dann manchmal gar nicht, was das so für Auswirkungen zum Beispiel auch auf seine Mutter oder auf die Frau seines Bruders hat und denkt einfach nicht realistisch genug. Aber beide sind einem sympathisch oder zumindest nachvollziehbar und dann wirken natürlich auch noch von außen gewisse Nebencharaktere auf sie ein, die mal mehr oder weniger gut ausgearbeitet sind. Wen ich wirklich sehr gut fand, das war dieser Milliardär, der eben in die Gegend investiert, der richtig unangenehm und gruselig beschrieben wird. Und zwar auf eine Art und Weise, die das nicht sofort deutlich macht. Also anfangs beim ersten Treffen, da wirkt er vielleicht ja, so ein bisschen exzentrisch. Er ist halt reich, er kann sich das leisten, ein bisschen komisch zu sein. Und je näher man den kennenlernt, desto unangenehmer wird er, also dass man wirklich dort und sich denkt, mein Gott, mit dem möchte ich wirklich nichts zu tun haben. Das war sehr, sehr gut gemacht, meiner Meinung nach. Um das Ganze zusammenzufassen, wer das Buch lesen will, muss tatsächlich etwas Geduld mitbringen. Könnt ihr euch ja wahrscheinlich schon denken, es ist jetzt nicht gerade ein actiongeladener Plot und
es ist etwas in die Länge gezogen. Genauso muss man es halt in Ordnung finden, dass hier ein Autor über ein anderes Land schreibt, was er zwar mal in einem Schüleraustausch besucht hat, aber es ist halt nicht so komplett seine Kultur, die er da wiedergeben will. Und man muss auch sagen, so gerade durch diesen kapitalistischen Großkonzern wirkt das Ganze manchmal fast schon amerikanischer als russischer. Aber wen das nicht stört und wen das vielleicht sogar interessiert, wie halt ein Außenstehender diese Kultur sieht, für den ist es auf jeden Fall eine Empfehlung. Es war mal wieder ein Buch mit schöner Sprache, in das man auch aufgrund der Dicke so richtig eintauchen konnte. Also wem sowas zusagt, dem kann ich es empfehlen. Ich glaube, das ist der erste Roman des Autors, der bisher nur mit so Kurzgeschichten ein bisschen an die Öffentlichkeit gegangen ist. Und ich glaube, würde er mal wieder was rausbringen, würde ich es mir auf jeden Fall anschauen. Es hat mich, wie gesagt, noch nicht unglaublich umgehauen, aber es waren so viele positive Aspekte, dass es im Großen und Ganzen schon eine gute Bewertung von mir bekommt und eine Empfehlung an euch, falls ihr euch für diese Richtung interessiert. Ich habe von niemandem bisher gehört, dass er das Buch gelesen hat. Falls ihr mir natürlich trotzdem etwas dazu erzählen könnt, gerne. Ansonsten hätte ich jetzt auch mal wieder Lust auf etwas von einem tatsächlich russischen Autor. Ich hatte ja als nächste russische Lektüre eigentlich Schuld und Sühne geplant, das aber zugunsten von Das achte Leben für Prilka jetzt verworfen, was ich im November lesen möchte. Allgemein haben russische Geschichten schon, finde ich, etwas anderes als deutsch und amerikanisch. Das finde ich ganz nett, da so verschiedene Schreibstile kennenzulernen, und es wird auf jeden Fall in diese Richtung noch etwas mehr auf diesem Kanal geben. Dann danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. Ich freue mich über Kommentare, falls ihr etwas zu sagen habt, und dann hoffe ich, wir sehen uns das nächste Mal.